Okay. Ist das eventuell unsere Frau? Okay, wir haben schon mal was, um uns zu verteidigen. Das ist doch schon mal was. Guck nochmal auf die Karte. Ah ja. Oh. Streichholzbriefchen. Irgendwie mit dem Drehen ist komisch. Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Okay. 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 Hier können wir erstmal speichern. Das ist immer gut. Das sah fast aus wie so ein Vieh, was wir vorhin schon getötet haben, aber irgendwie ohne Oberkörper. Warum ist die Nili-Bar eingekreist? Wäre das in der Richtung? Ah ne, das sind, gehen wir in die Sackgasse. Dann gehen wir in die Richtung. Und dann die nächste links. Kann ich da auch irgendwie lang schleichen? Müssen wir nach links. Vielleicht sind wir in der Nili-Bar. Können wir noch mal speichern. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heulte, er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte. Aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt an der Saul Street neben der Apotheke Apartment 9.
Ich habe jetzt auch bewusst da nichts angegriffen, weil ich nicht weiß, ob dieses Holzbrett da ewig hält. Deswegen dachte ich mir, ich versuche mal so ein bisschen auch an manchen vorbei jetzt zu gehen. Oh, keine Objekte. Gucken wir mal, ob wir noch einen Schlüssel finden irgendwo. Sieht aber gerade nicht danach aus. Ist es sinnvoll, da was reinzuwerfen? Auswählen. Okay. Kaputte Schallplatte. Versuch gerade herauszufinden, ob man das irgendwie einschalten kann. Ist vielleicht jetzt hier auch ein Rätsel. Ah, okay. Ist vielleicht ein Rätsel. Ah, okay. In sowas hat Bianca eigentlich ihre Stärken, nicht ich, wenn es um solche Rätsel geht. Okay. Lass mal rausfinden, wie wir jetzt... Ah, okay, umlegen, wieder zurück. Nee. Inventar E. Kaputte Schallplatte. Hm. Aber da können wir doch bestimmt noch was machen, oder? Wobei, jetzt geht gar nichts mehr hier. Vielleicht, wenn wir noch ein anderes Stück Schallplatte finden, vielleicht. Ist vielleicht was für später. Okay, ansonsten ist hier leider nichts. Ich glaube, da können wir hier nichts weiter machen. Ich gucke nochmal auf die Karte, bevor wir rausgehen. Also wir sollen zur Jukebox. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da zwischendurch gehen. Aber wir gehen vor zur Saul Street Apartments. Apartment 9 haben sie gesagt, ne? Irgendwo müssen wir hier durchkommen. Aber wir müssen, glaube ich, nochmal in die andere Richtung. Schon putzig, wie es da auf dem Boden kriecht, ja. Aber ich glaube, das Lachen wird uns noch vergehen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung weiter. Ja, also los. Okay, direkt vor uns müssen die Apartments sein, da irgendwo.
Hier muss irgendwas sein, weil ich glaube, das Radio spielt immer verrückt. Um die Ecke ist, glaube ich, was. Hier muss irgendwas sein, weil sonst wird das Radio nicht so verrückt spielen. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Das sollten wir uns mal ansehen. Apartment 5 und 9 waren jetzt, glaube ich, gerade schon mal genannt worden. Ah, der Käfer war's. Was war das gerade? War gerade wie so eine Art Blitz. Haben wir einen Schlüssel? Apartment 5, okay. Ansonsten ist hier nichts weiter, glaube ich. Hier können wir jetzt aufmachen. Ich gucke erstmal nach ganz hinten, ob da noch was ist. Apartment 2. Hier haben wir die 3. Das sieht ein bisschen offen aus. Haben wir noch so eine saubere Spritze? Perfekt. Eine Rechnung. Hier ist wieder irgendwo was. Open. Können wir hier aufmachen? Nee. Okay. Wir gehen nach oben. Apartment 6. Haben wir die 4. Hier haben wir die 5. Aber haben die nicht vorhin auch an dem anderen Zettel stand da noch was von Apartment 9, oder? Wieder eine hervorragende Toilette. Oh Gott. Beruhigend, sehr beruhigend. Okay. Boah, die Geräusche sind intens. Mir ist gerade schon wieder so eiskalt den Rücken hochgelaufen. Hui.
Schön. Und dann kam sie und wusch all meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt im Texas. Dann gehen wir. Okay. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Okay. Okay. I. Sag mir jetzt nicht, ich soll das durch das Loch gucken. Oh nee. Stirbt man jetzt automatisch? Okay, eine 2. Ein Jukebox-Knopf. Ah ja. Boah, die Musik, dieser Bass auf den Ohren, holy. Die 10. Da wäre die 9. Ah, das ist das Apartment hier. Okay, alles klar. Boah, Alter, bin ich erschrocken. Oh Gott, wenn es jetzt schon losgeht, nur weil der da so macht, ich dachte, passiert gerade was. Scheiße. Ei, da habe ich mir ja wieder was rausgesucht. Leck mich am Arsch. Scheiße. Der macht vor allem nur ich war komplett weg. Fuck. Ja, frag mich mal, Outlast 2. Das war eine Nahtoderfahrung. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, wir gucken mal kurz. Okay, wir müssen jetzt zur Jukebox rüber. Ist nur die Frage, wie wir jetzt da durchkommen. Irgendwo muss es mal rechts rüber gehen. Outlast 2, ach, das war schön. Wir haben das gleiche Spiel erlebt, oder? Ich habe das nicht so schön in Erinnerung. Eigentlich gehofft, ich kann da jetzt reingehen, aber es geht nicht. Warum kann ich das einschlagen und dann hier nicht rein? Ah, jetzt. Frag mal Futtis Fuß. Ah, stimmt, da war was. Der ist bis heute noch eingeschränkt, der Mann.
Also das Feeling ist unglaublich gut gemacht. So, also man ist schon echt angespannt. Der humpelt immer noch, genau. Spürst du den Heißhunger? Kannst du einfach nicht anders? Greif zu Happy Burger. Wir geben dir, was du brauchst. Auf dem Sprung? Alle unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Schön! Oh, jetzt irgendwie so ein Burger. Hm? Hm? Oh shit. Au. Ah. Die spucken irgendeinen Scheiß. Direkt zwei Gesundheitsdrinks weg. Gut. Und ja, ich habe bewusst ganz oft nachgetreten. Okay, das ist krass. Dass die dann halt auch irgendwie so richtig krass verteidigen können wir uns nicht, ne? Also, wenn die dich da anspucken, dann treffen die dich. Das war Notwehr. Ja, hallo, klar. Oh je. Injektion Nummer 3. Ja, aber mehr war ja nicht drin, ne? Wir haben nur eine Injektion gefunden und haben zwei Gesundheitstränke verbraucht. Super. Gut. Läuft. Ich muss gerade so lachen. Ja, da draußen krabbelt wieder irgendein Vieh rum. Hab bei einer Streamerin mal kurz reingeguckt, als sie das gespielt hat. Sie hat immer so oft nachgetreten. Noch öfters als ich? Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das eine Vieh ist definitiv tot. Okay, ich guck noch mal ganz kurz auf die Karte. Also hier muss es irgendwo einen Weg gehen. Plus, minus. Mal eins. Okay. So, schön so eine dreckige Spritze rein. Sie wollte halt ganz sicher gehen. Ja, ist absolut richtig. Ich kann es verstehen. Also wenn man denen zu nahe kommt, dann greifen sie definitiv an. Und ich glaube, wir sollten auch nicht jeden Kampf machen. Weil man kriegt definitiv immer Schaden, habe ich da das Gefühl. Wirst sehen, früher oder später wirst du es sehen. Okay. Und wieder die Slenderman-Vibes.
Wenn die Spritze dich schon nicht umbringt, genau. 0000 bis 4013 sind überprüft. Hat fast 2 Stunden gedauert. Ich musste rennen. Okay. Codenotiz, okay. Wir sind jetzt hier in der Sackgasse, ne? Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Hier vielleicht durch, wenn das geht. Ne, geht nicht durch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen wieder rüber auf die andere Seite und dann können wir diesen einen Gang da verwenden zur Jukebox. Weil ich glaube, mit dem einen Knopf können wir jetzt noch nicht so viel machen in der Bar. Komme ich hier hoch? Kann ich hier interagieren? Nee, ne? Ich meine, wir können ja noch mal reingehen. Und gucken, ob wir mit dem Knopf jetzt schon was anstellen können. Ich glaub's aber nicht. Ich will gern... Genau. E. Okay, ich kann irgendwie noch nichts machen. Ich speichere hier nochmal. Und mit dem Schlüssel können wir wahrscheinlich auch noch nichts machen, ne? Logischerweise mit dem Zeug sowieso nicht. Okay. Ich speichere hier nochmal, bevor wir weitergehen. Also meine Idee ist, wir gehen jetzt hier rechts um die Bar rum, die Martin Street zurück. Ah ne, halt, warte mal, wir sollen ja jetzt zur Groovy Music gehen, das ist eingekreist, dann gehen wir jetzt dahin. Ich weiß nicht, warum da... Ach so, Jukebox, das haben die nur so rausgestrichen hier, okay. Also Groovy Music, da müssen wir als nächstes hin. Die Neely Street hier rechts hoch. Ja, wir sind richtig. Let's go. Okay, Hälfte Weg haben wir schon.